Ja, moin Leute. Wir haben ein Update für Infinite Fusion bekommen. In meinem letzten Video, wo ich euch ja gezeigt habe, wie ihr das alles über Joyplay zum Laufen bekommt, haben wir noch die Version 5.3.1.2 gehabt. Doch jetzt vor kurzem kam die Version 6 raus. Genaue Patchnotes könnt ihr auf der Community-Seite lesen. Den Link findet ihr dann auch wieder in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das mal im Detail anschauen. Und ich dachte mir, ich zeige euch am besten einfach mal, wie ihr euer bestehendes Spiel dann updaten könnt. Denn wenn ihr ganz normal wieder die Version 6 einfügt und am Ende startet, werdet ihr dann relativ schnell feststellen, dass hier irgendwas nicht ganz so stimmt, wie es soll. So wie wir hier sehen können, ne? Wir haben hier Version 6.0.2 und wenn ihr das einfach nur herunterladet und euren Joyplay einfügt und dann starten wollt, stellt ihr fest, irgendwie fängt er mit allem wieder von vorne an und euer Speicherstand ist nicht da. Das liegt daran, dass die Speicherstände von eurem Spiel letztendlich in dem Ordner drin sind. Sprich, es wird in dem Ordner von der 5.3.1.2 mit drin sein. Das können wir aber ganz einfach fixen. Ich habe beispielsweise ja auch noch das vorherige hier in meinem Joyplay drin. So, ne, hier haben wir die 5.3.1.2 und hier kommt er mir auch oder sollte euch wahrscheinlich auch schon direkt sagen, dass Version 6 verfügbar ist, dass man es doch bitte auf der offiziellen Seite runterladen soll. Aber hier ist entsprechend mein Speicherstand. Das Einfachste, was man machen kann, ist in dem Fall einfach, man schließt eben einfach alles. Ihr geht in euren File Manager oder was auch immer ihr auf eurem Telefon habt, wodurch ihr eure Dateien durchkramen könnt. Und dann haben wir nämlich einmal hier das 5.3 und das 6.02. In dem Fall, um das einfach abzudaten und sowohl eure Settings, sprich eure Einstellungen für die Tastenbelegung, als auch die ganzen Sachen bezüglich eurer Speicherstände behalten zu können, markiert einfach alles, kopiert es und geht in euren 5.3 Ordner und fügt das einfach ein. Er wird euch dann wahrscheinlich fragen, ne, von wegen, ob ihr die zusammenführen wollt oder dergleichen, ob ihr die duplizieren wollt, überschreiben wollt, sagt in dem Fall immer, dass ihr die Dateien einfach ersetzen sollt. In meinem Fall heißt es jetzt zusammenführen. Dann lassen wir ihn werkeln und dann sehen wir uns gleich wieder im Joyplay. So, hier sind wir wieder im Joyplay drin. Hier haben wir, wie gesagt, ne, unser alten Speicherstand von der, also unser altes Spiel von der 5er gehabt. Ist immer noch die 5.3. Und wie wir sehen, zeigt er uns jetzt auch Version 6.02 an. Und unser Speicherstand ist da. In den Kommentaren zu dem Tutorial-Video wurde mir gesagt, dass der ein oder andere Fehlermeldung bekommen hat, sobald er ins Hauptmenü kommt. Ich habe mich darauf ein bisschen reingeschossen ins Internet, habe ein bisschen geguckt, was ich dazu finde. Nur ist das Internet da nicht besonders hilfreich. Ich musste heute eben hier die Sachen für mich, damit ich euch das zeigen kann, alles auch nochmal selber fertig machen. Daraufhin habe ich einen ähnlichen Fehlercode bekommen, allerdings nicht mit der 70, die die beiden in den Kommentaren hatten, sondern mit der 63. In dem Fall war es aber auch auf jeden Fall eine Fehlermeldung, die von dem RPG-Baker-Plugin ausgegangen ist. Die habe ich letztendlich so gelöst bekommen, indem ich das RPG-Baker-Plugin über den Play Store einmal deinstalliert habe und im Anschluss einfach nochmal neu drüber installiert habe. Und danach war das auch gelöst. Also seitdem startet das auch wieder. Also ich hoffe, im besten Fall funktioniert das bei euch auch. Wenn nicht, bleib auf jeden Fall nochmal dran, wenn ich irgendwie nochmal was Neues ausfinden sollte bezüglich diesen 70er Fehler, dann lasse ich es euch natürlich wissen. Ansonsten hoffe ich, ich konnte euch helfen. Die Links, wie gesagt, die sind alle, die ihr braucht, soweit wieder in der Videobeschreibung. Würde mich natürlich wieder über ein Like freuen. Und
Ja, dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal.